Ein wunderschön. Ja, Klicker-Hibo Folge 54. Hardcore. Bom. Ja, Middle of the Game. Mal gucken. Brrr. Ja. Oh, 4 Rubis. Mhm. Naja, immerhin etwas. Sehr schön aufwendig. Immer noch nicht weiß, wofür diese Kohlenstückchen da sind. Nur noch Scheiße, was ist denn hier los? Und alles Mist. Ah, das sind doch immer wieder diese Rubis. So, was haben wir hier? Geht doch. So. Wir. Ja, wir haben gut 1000 Hero Thorns verdient. Ganz geil. Und ganz ehrlich, wir machen einfach mal eine Ascension. Denke ich mal, wäre ganz nice. Da ist für alles andere müssen wir erstmal stundenlang sparen. Level, Second, Required, Chance. Ah, unwichtige Sachen. Also kommt das Ding weg. Ja. So, dann machen wir erstmal Reload. Wo ist denn unsere Mumie? Da. So, ja. Sehr schön. Aber 1300. Ja, wow, genau. Fast 1400. Dafür können wir. Ach du Scheiße. Ganz schön teuer, ne? Fällt mir mal so auf. Na gut, da buttern wir lieber hier ein bisschen was rein. So, jetzt haben wir die alle auf Level 30. Den könnten wir noch günstig hoch trimmen, ihn zum Beispiel. Und für viel mehr haben wir den King Geld mehr. Ne. Okay. So, was machen wir mit dir? Naja, hier wird es langsam absolut teuer. Oh Gott. Achso, ja, hier. Danke. So, das heißt. Oh Mann, Mann, Mann. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir hier so bald weiterkommen. Das Einzige, was jetzt wirklich sinnvoll oder möglich wäre, dass wir es machen, dass wir mal gucken, wenn wir haben jetzt schon 7. Ne? Ich glaube mal, vielleicht bekommen wir noch 3 zusammen, dann haben wir 10. Und vielleicht transzenden wir doch dann mal endlich. Wäre vielleicht doch gar nicht mal so dumm. Und dann haben wir hiervon immerhin Level 15. Ich hoffe mal, das bleibt so mit einem Level, eine Hero Soul. Dann hätten wir zumindest schon mal 1500%, also das Dreifache an Hero Souls. Das hier ist echt ein Albträumchen. 600% gerade mal. Das ist traurig. Gut, gucken wir mal, wie wir jetzt kommen. Du hast erstmal weg hier, dankeschön. Hast genug getan. So. Sehr schön. Und Level 100. Dum, 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 bam. Der nächste kommt zugleich. So. Hoffentlich geht bald die Kombo weg. Also, die Kombo dauert ja eh immer ein bisschen länger, aber hoffentlich kommen wir gleich an Idle.
Übrigens habe ich es mit intensiven Ausnutzung meiner Söldner tatsächlich wieder geschafft. Erstens mal meinen Verlust durch das Zurücksetzen der Map, des Spielstands auszugleichen. Sprich, also ich habe den alten Spielstand schon längst wieder auf den Status gebracht, wo er mir zurückgesetzt hat. Und ich kann mittlerweile sogar schon weiter darüber hinaus. Ich bin schon wieder bei Level 4700 noch was. Heißt also, ich bin quasi schon dabei, meinen alten Rekord zu brechen. Vielleicht, wer weiß, ist er mittlerweile schon gebrochen. Ist er, läuft er im Hintergrund weiter, ne? Kennt man ja. Ist durchaus. Ich kann mal was gucken. Spiel wieder abgestürzt. Wetten wieder zurückgesetzt. Ey, ich will aber ausrasten, ey. Wenn er jetzt alle 3 Tage zurücksetzt, dann setzt es was, genau. Ne, hat er nicht. Oh, ne, wirklich weiter kann man nicht. Ist immer noch bei Level 4715. Ah ja. Tactical News incoming. Oh, mal gucken. Fuck. Da fehlt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, mal gucken, ob man es sehen kann. Aber hier. Danke, danke. Mehr als Island können wir hier jetzt sowieso erstmal nicht. Ne, habt ihr brauchen ein bisschen. So. Oh, meine Kamera hängt. Warum sagt das denn keiner? Einmal bitte Break. Und einmal Restart. Danke. So, okay. Yay, ich bin wieder Level 4000. Oh, kann man es lesen? Ja, doch, man kann es lesen. Digga, spiegelt das Display extrem wenig Licht. Boah, aber man kann es lesen. Bloodlands Level 4715. Yay. Und ich bin gerade dabei, den Boss zu verkacken. Und ich hänge bei dem Boss fest. Leck mich doch. Wenn du schon hängst, bitte vorm Boss. Beim Boss hängen bringt absolut gar nichts. So. Ja, eben, Level 4715 hätte aufhören müssen, dass das eine 5er-Zahl ist. Ah ja. So, was ist denn da? Siehst du, ich habe mir die vorige Aufnahme noch gar nicht angeguckt. Vielleicht war da die Kamera auch schon die ganze Zeit festgefahren. Da habt ihr die ganze Zeit praktisch Porträt von mir gesehen. Ja. So. Hä? Das ein. Willst du mich verarschen? Das ein. Willst du mich. Hallo? Danke. Digga, was ist hier los? Nee, das hat mir echt. Du hast mir wegen ein Klick den Idle-Status rausgenommen. Du gottverfickter Hurensohn, was will das Spiel von mir? Alter. Also, ich muss schon sagen, ne, das Spiel, das hat ganz schön dicke Eier, ne? Also, es macht mich gerade schon ein bisschen fribbelig. Ja, danke dafür. Ja, komm, danke dafür. Alter! Leco mio! So! Easy! Das mach hin! Geht doch! Endlich der Eichenbonus! So muss das sein! So, sind wir wieder Level 80! Sehr schön! Kommt jetzt Beast Lord! Und übrigens, genau so geht es bei mir auch immer. Ne? Wenn ich es sende, geht es bei mir auch immer Instakill. Nur, dass ich keine 200 Level warten muss, bis er mit dem Instakill aufhört.
Sondern ich darf bei mir halt mehr als 4000 Level warten. Das dauert praktisch, wenn ich ascende, muss ich quasi, ja, mittlerweile dauert es immer fast 4 Stunden, nichts anderes machen, als die ganze Zeit immer sagen, ja, Heldenkopf, 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 Heldenkopf. Automatische Klicker rauf und warten. Ja, das ist. Früher gab es, kann sogar sein, dass es den hier auch noch gibt, soweit ist eine ältere Version hier. Da gab es einen Agent, der hat dafür gesorgt, dass wenn man ascendet, man nicht wieder bei Level 1 startet, sondern je nachdem, wie weit er hochgelevelt ist, eher man im weiteren späteren Level startet. Heißt also, wenn wir ihn hochgelevelt hätten auf zum Beispiel Level 200, dann hätten wir nach dem Ascenden immer gleich bei Level 200 gestartet. Die Möglichkeit habe ich aber nicht, weil bei neueren Clicker-Hero-Versionen ist der nicht mehr mit bei, weil er halt zu overpowered ist. Gerade weil das Ascenden dann halt super, super schnell geht. Ja. Achso, halt, da. Geht doch. War es richtig? Nein, da. So, dann haben wir schon mal Aphrodite und Shinatobe. Was ist denn schon das für eine Silber? Das ist nicht schön, nicht japanisch. Sag ich doch, B gibt's gar nicht. Alle Kinder staunen. Thomas' neue 100 Meter Yacht rostet wieder. Wow. Ja, auf jeden Fall, wollte gerade sagen, weil das hier ist ja nun definitiv kein japanisches Silber. Shinatobe. Ich weiß doch gar nicht, wie man das im Japanischen aussprechen sollte. Shinatobe. Shinatobe. Gibt es ein B? Nee, ne? Ein Alleinstellungs-B gibt es auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. B. Nee, hier gibt es gar kein B. Seltsam, seltsam. Da haben die einfach was geschrieben, was japanisch klingt, aber nicht japanisch ist. Aber jeder, der japanisch kann, der weiß es sofort. Jetzt bin ich gerade komplett raus. Kann sein, dass es dieses Tor auch nicht gibt. Doch, Tor gibt es, ne? Doch, genau, Tor gibt es. Wollte gerade sagen, ist ja. Touché. Nee, aber B gibt's nicht. Gut, schon wieder auf. Ich lasse mich so leicht ablenken. Danke, 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 danke. Gib mir bitte Vollbild. Danke, 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 danke. Level 120. Woohoo! We are rich. So, ja, genau. Den müssen wir noch holen und ab dem können wir dann wieder den Autoklicker aufsetzen. Vor dem müssen wir wieder bis Level 400 bringen. Beziehungsweise. Wenn er schon mal da ist, können wir noch gleich kaufen. Machen wir den hier manuell immer ein bisschen hoch. Während der schon mal hochleveln kann. So. 133. Wow! 133 Megahertz. Ja, solche Zahlen kennen die gar nicht mehr. Damals war das viel. Ich weiß gar nicht mehr. 133 Megahertz, das war der erste Pentium. Also.
kam durch die Pentium-Generation. Der 486er ging, glaube ich, nur bis 100 MHz. Aber auch das war schon keine originale Reihe mehr, sondern das war dann schon so eine Turbo Drive-Generation. Wasserkind Turbo Drive, und Turbo Drive gehörte mit zu Intel, mit zu Pentium. Aber als die Turbo Drive aufkam, kamen auch irgendwelche Clones raus, die 486er kompatibel waren und 100 MHz unterstützten. Weil der originale 486er konnte nur bis 66 MHz takten, soweit ich weiß. Lalalala. Ja, genau. Okay, also doch, bis 100 Megahertz. Und eben 233 war dem Pentium vorbehalten. Pentium! 133 Megahertz! Wuhu! Bis im Jahre folgten Nachversionen mit 100, 120, 133, 166 und 200 Megahertz. Ja, die beiden hier kannte ich tatsächlich, 166 MHz und 133 MHz, die kannte ich auch noch selber. Diese 100, also mit den glatten 10er-Zahlen hatte ich persönlich nie gesehen gehabt. Auch den 200er hatte ich persönlich nie gesehen gehabt. Sondern, ja, ich selbst hatte einen 133er und kannte noch von anderen auch 75er und 166er Chips. Wobei die 75er MHz Chip tatsächlich wirklich nur im ganz untersten Preissegment anzufinden waren. Also das war Johannes. Nein, nicht wirklich so. Und der hatte so einen Stromspar-PC. Was redet der für einen Scheiß? Nicht Stromspar, aber war halt so ein für arme Geldbeutel. Der hatte auch keine eigene Soundkarte drin, sondern der hatte nur so einen PC-Beepster drin damals. Damals war Soundkarte noch nicht onboard. Nee, man brauchte dafür eine extra Steckkarte. Und die hatte er nicht. Ich habe ihm dann zwar später eine Adlib-Karte geschenkt, aber das war dann erst später. Und ja, er hatte halt ein 75 MHz Pentium drinne. Während ich erst mit meinem 66 MHz 486 gerockt habe und dann später aber auf 133 Intel Pentium umgestiegen bin. Und dann ganz später, viel später erst, hatte ich denn durch, ja, Umstände meinen ersten AMD-Rechner mit einem Intel Athlon X2 mit 1,2 GHz, glaube ich. Einkerner, 1,2 GHz Einkerner. Dann später geerbt, also nee, Quatsch, nicht geerbt. Vermacht bekommen quasi, ein AMD, da will ich jetzt gar nicht mehr, was das war. Ein Athlon mit 2 mal 1,6 Gigahertz. Ja, eben, genau, der erste war kein X2, weil eben X2 war ja der Zweikerner. Der erste war ein Athlon XP, glaube ich, mit 1,2 Gigahertz. Dann hatte ich ein Athlon X2 mit 2 Kernen, daher auch dieses X2, mit 1,6 Gigahertz. Und dann viel später mein erster selbst gekaufter Prozessor tatsächlich, also ohne Taschengeld, sondern wirklich durch meine Ausbildungsvergütung habe ich denn Geld verdient, ich richtig. Und mein erster richtig selbst gekaufter mit eigenem Geld verdienter Prozessor, das war ein AMD Phenom X3 955 mit 4 Kernen at 3,2 GHz. Naja, so war das damals. Und heutzutage, ja, AMD Ryzen 32 Kerne mit 5 GHz. Naja, natürlich nicht 5 GHz, aber gefühlt aus der damaligen Sicht. Weil man muss auch immer bedenken, wenn man jetzt damals mit heute vergleicht und man jetzt einen damaligen 1 GHz Prozessor mit dem heutigen 3 GHz Prozessor vergleicht, selbst wenn man jetzt nur einen Kern beachtet, ja, dann kann man nicht sagen, dass wenn der damals ein Kern 1 Gigahertz schnell war, hallo, ich drücke hier die Umschalttaste, Arschloch, dass wenn damals ein Kern 1 Gigahertz schnell war und heute ein Kern 3 Gigahertz schnell ist, dass der heutige Prozessor dreimal so schnell ist, sondern er ist viel, viel schneller, weil nämlich die heutigen Prozessoren wesentlich mehr Erweiterungen unterstützen, wie AVX, SSE 4.2 und solche Scherze.
Und damit schaffen die Prozessoren erstens mal komplexere Befehle. Und dann haben natürlich auch heutige Prozessoren höhere Pipeline-Ausbeutungen, also Pipelining, und schaffen auch dementsprechend pro Takt mehr. Und dementsprechend ist, ja, ich weiß nicht, also wo der Faktor mittlerweile liegt, weiß ich nicht, aber man kann schon mit einem Faktor von 4 rechnen. Heißt also, was damals 1 Gigahertz geschafft hat, schaffen heute 250 Megahertz. Sprich also, wenn der Prozessor dreifach so schnell ist, schafft er die zwölffache Verarbeitungsmenge, wenn man das jetzt so sagen möchte. Ja, also da hat sich schon ein bisschen was geändert. Ich weiß ja noch, damals, damals als ich meinen X2er hatte, also meinen ersten Zweikerner, meinen ersten Multicore-Prozessor, ja, muss man ja noch dazu sagen, war ja damals was komplett Neues, ne? Weil bis zum Pentium war immer allseits bekannt, ein Prozessor hat ein Kern. Punkt. Und dann kamen erst viel später denn die Multicore-Prozessoren, die damals ultra heiß gelobt wurden, die aber erstmal überhaupt nicht unterstützt haben, weil die meiste Software, die es damals gab, naja, ne, kannte das halt schlicht und ergreifend nicht. Dementsprechend musste erstmal Software geschrieben werden, die Verarbeitungsschritte auf mehrere Prozesse auslagern kann. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, Multicore-Prozessoren damals noch ganz heißer Shit. Und quasi von softwareseitiger Sicht überhaupt nicht unterstützt. Aber als ich meinen ersten Zweikerner hatte, das weißt du noch, das war das erste Mal, wo ich voller Freudentränen von YouTube ein Full HD-Video runtergeladen habe und es mir lokal angucken konnte. Mein erstes stockerfreies Full HD-Erlebnis. Wobei man auch schon sagen musste, ich hatte damals schon Linux. Mit Windows hätte das nicht geklappt. Windows mit zwei Kernen at 1,6 GHz, Full HD-Videos angucken, ist nicht drin. Da brauchtest du dann damals schon einen Intel Duo mit 2,24 oder 2,4 GHz, um überhaupt davon träumen zu können, Full HD-Videos gucken zu können. Beziehungsweise gab es dann später halt von Intel ja diese Multithreaded-Prozessoren, die zwei Kerne und pro Kern zwei Threads ausführen konnten. Sogenanntes Hyper-Threading. Die konnten auch schon Full HD-Videos locker wiedergeben. Außerdem war ja in der Windows-Welt eher verbreitet, Videos hardwarebeschleunigt wiederzugeben. Sprich also, viele Leute konnten unter Windows tatsächlich schon Full HD-Videos gucken, aber nicht, weil der Prozessor das konnte, sondern weil sie eine Grafikkarte hatten, die das Hardware beschleunigt konnte. Habe ich persönlich nie genutzt. Ich habe meine Videos generell Software beschleunigt wiedergegeben. Ganz einfach, weil er schneller war. Bestes Beispiel, ich habe jetzt gerade kein Video, wo ich. Das kann man jetzt sowieso nicht mehr zeigen. Nee, aber es gibt halt unter Linux haufenweise Programme, die extrem ressourcensparend und flink sind. Sprich also, wenn du im Video praktisch von der Stelle springst, wirst du genau in dem Moment, wo du zur Stelle springst, bist du auch im Video da. Ohne diese Verzögerung zu haben, was halt unter Windows gerade mit hardwarebeschleunigter Wiedergabe hattest. Und auf solche Sachen habe ich halt persönlich sehr viel Wert gelegt und dementsprechend war hardwarebeschleunigte Videowiedergabe für mich nie ein Thema. Außerdem hat auch hardwarebeschleunigte Wiedergabe immer so ein paar Probleme. Weil, ja, da hattest du dann andauernd irgendwelche Wiedergabeprobleme. Was ist jetzt schon wieder los hier? Andauernd irgendwelche Probleme. Zum Beispiel, als ich damals meinen ersten Anime hatte, ja, mit HDR-Unterstützung quasi, also 11-Bit, nee, Quatsch, mit 10-Bit pro Farbkanal statt 8-Bit. Da konnte das mein Rechner dann von der Rechenleistung wieder nicht mehr wiedergeben, weil das hat natürlich noch mehr Rechenleistung gebraucht, klar. Und da habe ich dann tatsächlich mal versucht, mit Hardwarebeschleunigung wiederzugeben. Und das hat aber meine Grafikkarte nicht unterstützt. Sondern da war haufenweise Farbfehler. Ja, dementsprechend
blieb mir dann nichts anderes übrig, als das wieder software-seitig wiederzugeben. Ich habe dann wieder einfach ein bisschen runterkonvertiert gehabt mit FFmpeg. Ist ein Klacks und ja, dann konnte ich das Video auch wiedergeben. Aber solche Sachen sind halt bei hardwarebeschleunigter Wiedergabe immer Probleme, weil wenn du Software dekodierst, dann hast du halt den Vorteil, ich zum Beispiel nutze ja generell Programme, die auf LibAV aufbauen, also LibAV-Codecs. Und LibAV-Codecs kannst du ziemlich alles wiedergeben. Also ich kann uralte 3GP-Dateien wiedergeben, ich kann ganz neue AV1-Dateien wiedergeben, ich kann HEVC wiedergeben, noch bevor es bekannt war. Und solche Sachen halt. Und das Problem ist, hardwarebeschleunigt geht das meistens nicht, weil die Hersteller der Grafikkarten bauen natürlich nur ein paar Codecs ein, wie zum Beispiel H264, HEVC, AV1, wobei AV1 auch noch nicht wirklich. Solche Sachen halt. Und dann haben natürlich diese Decoder-Spezifikationen, die sie einhalten. Sprich also, ein H264-Decoder, der hardware-seitig agiert, kann noch lange nicht jede H264 dekodierte Spur wiedergeben, weil sobald sich die Datei oder der Stream innerhalb der Datei nicht an alle Spezifikationen hält, kann es halt sofort zu Wiedergabefehlern kommen. Softwareseitige Decoder, wie halt LibAV-Codecs zum Beispiel, sind da wesentlich toleranter. Und ja. Dementsprechend. Ich quatsche gerade über etwas, was garantiert kein Mensch versteht. Wow. Ich habe jetzt mindestens 10 Zuschauer verloren. Wow. Es ist traurig. Wow. Okay. Ja. Noch 4 Level. Dann sind wir Level 300. Oh, der ist der nächste Boss. Die schaffen wir auch noch. Hast du noch 300? Bevor ich da auch 300 Euro gibt. So, jetzt haben wir sogar schon 400 Hero Souls. Sehr schön. Was haben wir hier? Nur Dreck am Kacken. Alter, ganz ehrlich, was ist denn hier? Och. Arschloch. Geht doch. Danke. Zum Kotzen. Na gut. Was willst du machen? So, noch 2 Level, dann haben wir wieder vierfache Stärke. Wir haben immer noch wir haben immer noch keinen Abbruch von, also wir haben noch gegen keinen Boss verloren. Lol. Das ist ja nice. Mal gucken, vielleicht, wir nehmen schon eine halbe Stunde auf. Ich guck mal, bis Level 400 wird es diesmal nicht schaffen, aber also ich weiß nicht, ob wir es in der Form noch schaffen, Dirtnet zu kaufen. Wird eher schwer. Boah, Alter, da kam eine Schatzkiste und wir haben schon einfach mal 11 Level gekauft. Mit einmal. Geil. Naja, Schatzkiste bringt halt derzeit halt einfach am meisten. Weil die halt das 30-fache Gold bringen. Also, das 30-fache Gold im Vergleich zu normalen Schatzkisten, die ja auch schon mehr bringen. Ich weiß gar nicht, steht das hier? Quickshares, Critical, Total, Gold, Gold, Gained, Elastic, okay, Hebrew, C, Primal, Monster, Killed, World, Ascension, Ritual, Use of Click, La La La, Lele, Deine Mutter, Marshall, Ruby, Collect, Five, Da, Bi, Bo, Bam, Lifetime, Total, Tether. Hey, hallo, wo ist mein F3? Ehrlich zu. Ich weiß gar nicht, ob die Suche überhaupt im Spiel funktionieren würde. So, siehst du, was wir noch haben? Das ist ja hier kann man noch ein bisschen was hoch, Dings dann. Frage ist nur, welche? Libertas und Salatas, die beiden hätte ich gerne. Sialatas und Lava. Cialatas und Libertas. Ja, ich bin komplett raus. Moment. Genau, doch, Libertas und Cialatas. Sag ich doch. Davon rede ich die ganze Zeit.
So, hier haben wir nur Libertas. Hier haben wir gar keinen von den beiden. Hier haben wir auch nur Libertas. Und hier haben wir nur Sealatas. Ne, auch ein Libertas. Denn wir hier Sealatas. Genau. Da war Sealatas. Hier war Libertas. Die beiden kosten am wenigsten. Dann verkaufe ich auch die beiden. Und schon wird zu teuer. Kann ich hier was kaufen? Ja, komm hier. Die Dinger werden mittlerweile ganz schön teuer. Muss ich ja mal so sagen. Bumm. Ah. 256. So. Noch 70 Level, dann können wir hier Dreadnought holen. Ich würde es echt gerade gerne in der Aufnahme schaffen, aber ich weiß nicht. Hätte ich übrigens schon immer machen können, die erstmal hochleveln und dann verkaufen. Dann bringen sie nämlich mehr. Habe ich leider immer vergessen. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier noch innerhalb der Aufnahme schaffe. Ich würde es gerne. Aber ich habe Angst davor, dass es wieder so eine ewig lange Aktion wird. Vor allem bin ich mal gespannt, ob wir dann den auch den nach Dread Knight holen können. So, ich versuche mal, sobald wir die nächste Schatzkiste bekommen. Ich höre die Autotipper hier weg. Von der nächsten Schatzkiste müssten wir ordentlich Kohle bekommen. Vielleicht haben wir dann sogar schon ihn hier gekauft. Die Frage ist nur, wann kommt die nächste Schatzkiste? Kann sich noch um Jahre handeln. Na komm. Gott, Alter, viele Schatzkisten, ey. Bin von meinem Spielstand völlig wie heißt das? Verwöhnt. Da habe ich so viel und hier gar keine. Das gefällt mir nicht. Übrigens bin ich gerade voll im Clicker-Game-Hype. Also jetzt nicht nur Clicker-Heroes, sondern allgemein Clicker-Games. Ich probiere gerade so zwischen den Aufnahmen und auch hoffenweise andere Clicker-Hero-Spiele, Clicker-Spiele aus. Und habe gerade zum Beispiel, Gott, wie heißt das nochmal, ja, das hier ist ultra nice. Das ist aber nicht das, was ich probiert hatte. Also nicht jetzt gerade probiert habe, sondern gerade habe ich was anderes probiert. Verlauf. Genau das hier. Das ist ein Spiel, das ist einfach nur beängstigend. Wir starten mal von Anfang. Und jetzt immer genau zuhören. Ach Mann. So. So, schaut auf die Seite. Subject entered website. Let's see. Chrome. Industry Standard. Mainstream. Excellent choice. Wohlgemerkt, es nutzt Chromium, ne? Nicht Chrom, aber egal. Moving around a lot now. Curious and energetic. Interesting.
Whoops! Subject is about to leave. That's troubling. Don't go. Don't go. Don't do that. Ihr merkt schon, worauf das hinausläuft? Das ist quasi ein Clicker-Game. Also man kann auch klicken, da ja die... Subject's cursor speed is very high when compared to all other subjects. Yay! But then again, if everything is under control, we're not going fast enough. Truly the subject of my dreams. Very creative. Unusual behavior. Looking at subject's time zone, he probably should be at work. There, check, it's done. The button has been clicked. And that was fast. An adventurous type of subject. A triple click, genius! Work harder. Subject's cursor is mostly on the bottom right part of the screen. Sweet. Whoopsie! Click, 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 click. Exploring. Ja, also ihr wisst, worauf das hinausläuft. Es ist ein ultra geiles Spiel. Hat einen ernsten Hintergrund, tatsächlich. Und zwar, wie ihr schon gemerkt habt, das Spiel hat eine ganze Menge verraten. Wie ich mich bewege, dass ich auf andere Seiten gehe, also ja, dass die Seite praktisch im Hintergrund verschwindet, ob nun durch andere Seiten oder durch ganz andere Fenster. Es hat gemerkt, dass ich mich nicht bewege, es hat gemerkt, wo ich klicke, also das ja sowieso. Es hat gemerkt, dass ich 4 Prozessorkerne habe, es hat gemerkt, dass ich Chrome benutze und all diese Informationen klingt zwar erstmal witzig, aber und das ist das, ja, ich sag jetzt mal, der Hintergrund hinter dem Spiel. Es soll halt quasi zeigen, was Webseiten alles über einen rauskriegen können. Es ist ganz geil gemacht. Es ist quasi erstmal wie so ein Spiel. Du gehst da rauf, klickst den Button und auf einmal kommt damit, du hast 4 Prozessorkerne, du nutzt Chrome. Oh, nein, bitte geh nicht vorweg von der Seite. Und du fühlst dich halt instant beobachtet. Weil du halt merkst, dass er alles über dich, was du hier gerade machst, einfach mit, ja, also darauf reagieren kann. Und das ist schon geil. Ich meine, als Spiel ultra cool, ultra witzig. Vor allen Dingen die Kommentare, die er immer rauslässt, sind ultra geil. Zwar alle Englisch, aber gut. Aber halt vor allen Dingen, wenn man denn im Hintergrund bedenkt, das ist ja nicht nur die Webseite, sondern alle Webseiten können das. Und damit zum Beispiel auch werbetreibende Webseiten. Heißt also zum Beispiel, dass wenn du jetzt auf einer Seite bist von, weiß nicht, Aldi, Lidl oder Netto, keine Ahnung was, und du dann praktisch hier hochgehst, es reicht ja aus, dass du hier hochgehst. Selbst das hat er mitbekommen. Nicht erst, dass ich raufgeklickt habe, sondern alleine das, dass ich hochgegangen bin, hat er mitbekommen. Und allein in dem Moment kann er praktisch hier schon Pop-up öffnen mit: Wollen Sie nicht auf der Webseite bleiben? Wir haben so und so schöne Angebote und bla 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 bla. Ist tatsächlich beängstigend, was mittlerweile so alles, ne? Ja, wie gesagt, haben wir geil verpackt. Zum Nachdenklichkeit machen gestimmt. Und dann habe ich noch was anderes. Ich weiß nicht. Genau, das hier. Idle Bouncer, das war das Spiel, was ich eigentlich zeigen wollte, genau. Und das ist ein Spiel, oh Gott. Oh, ich hab das von Anfang, ich hab das gar nicht genannt. Gespeichert. Ist ja hässlich. Ja, das ist ein Spiel, das geht praktisch, da geht es praktisch darum, wir haben hier unten, ja, man kann das Spiel leider nicht in der Größe, also ich kann es höchstens kleiner zoomen.
So, jetzt ist auf normale Zoom-Stufe. So, das soll passen. Geht fertig darum, man muss den Ball hier anfassen. Pop. Also, hier einmal hinklicken und dann fällt der Ball, so rum, von der Höhe, wo man hinklickt, runter. Heißt also, jetzt klickt, fällt er von oben runter. Hier jetzt fällt er von der Mitte runter. Und jedes Mal, wenn er runterfällt und aufschlägt, gibt es ja praktisch eine Aufschlagsenergie. Und diese wird gesammelt. Darum geht's. Den Ball immer wieder fallen lassen und immer mehr Energie zu sammeln. Und diese Energie kann man dazu nutzen, um verschiedenste Sachen zu machen. Zum Beispiel kann man die Kapazität der Energie, die man lagert, kann man erhöhen. Man kann dafür sorgen, dass er hier mehr Energie lagern kann. Dazu brauchen wir aber erstmal 10 Energie, wenn man das mal so als Maßeinheit benutzen kann möchte. So, jetzt haben wir schon 9 Energie. Bam, 10 Energie. Schon können wir hier upgraden. Jetzt bringt er hier mehr Energie. Bumm. So. Und darauf basiert quasi das gesamte Spiel. Am Anfang kann man halt 100 Energie lagern. Wenn wir jetzt hier auf Upgrade klicken, können wir 101 Energie lagern. 106. Und ja, darauf basiert praktisch das gesamte Spiel. Man kann den Ball selber auch noch upgraden. Das sind diese Dinger hier. Heißt also, wie lange er braucht, um praktisch auszubouncen. Dann, wie groß der Ball ist. Sprich, also umso größer der Ball ist, umso mehr kinetische Energie hat er. Dann kann man auch die Fallhöhe beeinflussen. Man kann nämlich diesen Rechteck immer höher machen, sodass der Ball immer tiefer fällt. Und so weiter und so fort. Und wenn man irgendwann relativ viel hat, kann man einen zweiten Ball kaufen. Der ist dann natürlich stärker. Und den dritten Ball. Und der ist natürlich stärker. Und da merkt man schon, aha, Analogie. Ja, man hat quasi eine Währung, die ist Gold. Hier ist die Energie. Man hat seine Sachen, wo es immer mehr gibt. Und man kann jedes immer weiter hochleveln. Typisches Clicker-Game. Aber es macht halt ultra viel Fun. Ich habe hier tatsächlich vorhin fast 3 Stunden verbracht. Und das ist schon nicht schlecht. So. Wir können endlich weiter holen. Yay! Ein Level. We are America. Fuck yeah. Okay. Das du so am Rande nochmal erwähnt. Ansonsten mache ich jetzt Feierabend. Wir haben mittlerweile schon wieder eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Aber wir haben tatsächlich geschafft, innerhalb von einer einzigen Aufnahme bis Dread Knight zu kommen. Das gefällt mir. Das kann man so tatsächlich öfters machen. So, in der nächsten Aufnahme haben wir wieder, naja, okay, immerhin 4 Goldmissionen, die wir hier einsacken können. Hat sogar eine relativ gut. Die kriegen wir erst morgen. Die auch. Wow. Wir haben also gerade mal 2. Naja, besser als gar nichts. So, ansonsten würde ich mal sagen, wer weiß. Ich bin optimistisch. Vielleicht kriegen wir bis heute Abend sogar schon Atlas. Ich wage es zwar zu bezweifeln, aber wie gesagt, ne? Ich bin da mal optimistisch, weil wir haben ja unsere beiden Sportskanonen, Libertas und Dialatas, hochgelevelt ein bisschen. Von daher mal gucken, vielleicht klappt das. Werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall erstmal Ciao mit V.